Herzlich willkommen bei einer Sendung von Scherer Daily. Heute geht es um die Dinge, die wir nicht sehen und trotzdem sind wir in intensiver Wirkung. Es gibt viele Fragen, es gibt viele Antworten und es gibt Menschen da draußen, die sagen, wir sind ein bisschen spooky. Andreas Goldemann, entschuldige bitte. Schön, dass du heute hier bei mir bist und ich glaube, dass es ganz viele Menschen gibt, die uns heute zuhören, die sagen, Mensch, ich weiß nicht, ob ich damit was anfangen darf und die diese Hürde haben, uns überhaupt zuzuhören und zu sagen, es gibt ein bisschen mehr als das, was wir haptisch anfassen können und das, was wir denken. Und es gibt auch genügend Menschen, die sagen, nach dem Tod gibt es nichts. Wir sind nichts als das und die Biochemie. Und ich glaube, sowohl du als auch ich sind die, die sagen, naja, das ist ein Teil, der unser Bewusstsein oder das unser Bewusstsein zwar heute hat, aber wir bestehen aus anderen Anteilen. Wie siehst du das, Andreas? Erstmal hallo, Kerstin. Ja, genau. Danke. Ja, also von meiner persönlichen Erfahrung her kann ich heute schon sagen, ganz klar bestätigen, dass ich als ehemaliger Lehrer für außerkörperliche Erfahrung und auch jemand, der mehrere außerkörperliche Erfahrungen aufgrund von Unfällen hatte. Du persönlich? Ich persönlich, ja. Okay. Über zwei Autounfälle hat es mich zweimal rausgedonnert. Und das war dann auch der Grund, warum ich mich mit dem Thema außerkörperliche Erfahrung überhaupt auseinandergesetzt habe. Mhm. Klar sagen kann, ja, Körper und Bewusstsein oder Körper und Seele sind zwei Paar Stiefel. Mhm. Und da geht es auch dann nicht mehr um diese Idee, das könnte so sein, sondern das ist einfach Fakt für genau. Dich persönlich selber. Und ich kenne sehr, sehr viele Freunde, Bekannte, die auch selber in dieser Darstellung nach außen sind, eben auch in diesem Bereich arbeiten, die genau dasselbe erlebt haben. Wir brauchen bloß mal Anke Ewerts nehmen zum Beispiel, die ja auch eine wirkliche Nahtodeserfahrung gehabt hat. Oder Pam Reynolds, wenn wir diese Menschen sehen, was die erlebt haben, dann überschneiden sich sehr, sehr oft die Erfahrungen, die wir alle gemacht haben. Und dann entsteht eine Wahrheit daraus, die jemand, der das nicht erfahren hat, überhaupt nicht beurteilen kann. Das und diese Erfahrung haben ja nicht nur Erwachsene gemacht, sondern auch Kinder, die sich ja diesem Gedankenkonstrukt ja noch nie unterlegen und stellen sich die Frage nicht. Und diese natürliche Reaktion und Erzählung, die sich dann dubbelt, finde ich dann eben auch noch einmal ein, naja, wenn man ihn noch braucht, den Beweis. Ich habe längst aufgehört, mir diesen Beweis liefern zu müssen von Wundern dieses Lebens und von Wirkungen dieses Lebens. Irgendwann erlebt man an sich selber und auch an anderen, dass es einfach eine Wirkung und eine Reaktion gibt und dass es ganz viele Wunder gibt, wenn man nur offen ist, diese auch erleben zu dürfen oder zu wollen. Es gibt dieses Buch, vielleicht kennst du es, einen Kurs in Wundern und es ist eben, eine Art Bibel geworden, eine zweite auch für mich, lange Jahre, die ja mir geholfen hat zu sagen, naja, komm, es gibt ein bisschen mehr dahinter und wie veränderst du dein Denken und nicht dein Bewusstsein? Das war bei mir sehr intensiv, dass Bewusstsein ja gegeben war, aber mein Denken nachziehen musste tatsächlich. Ja, und manchmal, wenn wir ganz natürlich handeln, also vom Denken mal ganz weg, sondern einfach nur handeln, merken wir, dass wir einen unwahrscheinlichen Ausdruck haben, dass sofort eine Veränderung eintritt, gerade wenn man sich verletzt hat und man ist in der Lage, wirklich sofort zu handeln, dann ist es ratzfatz vorbei. Ja. Oder man heilt ganz schnell. Nur wenn wir in diesem Konstrukt bleiben, das uns sagt, ja, das Ganze dauert ja jetzt wieder so lang, dann geben wir schon die Richtung vor, wie lange es dauert. Und da beschneiden wir uns in unserem eigenen Leben regelmäßig so dermaßen, dass es nicht mehr besser geht. Es ist sehr, sehr schade. Weil wir haben erlebt, also ich persönlich bin jetzt seit 23 Jahren auf der Reise als Intuitiv. Wir haben so viele Dinge erlebt, die wir überhaupt nicht begreifen können mit dem Verstand, der uns in der Schule beigebracht wird. Mhm. Und das ist sehr schade. Wie ist es dir in der Schule ergangen? Für mich war das unglaublich schwierig, in der Schule diesen Ordnungen so zu folgen und all diese Dinge so plakativ zu machen. Und es ist ja jenseits der Intuition, das darf man ja sicherlich sagen. Ja, es ging ganz, ganz einfach. Ich habe mit dem 9. Schuljahr aufgehört. Mhm. Also ich habe gestern mich mit einem lieben Freund auch getroffen, Dieter Schäfer, der diese Bauentstörung macht von Häusern, dass da wirklich kein Elektrosmog da ist, der auch die Sachen runtergechannelt hat, der auch gefunden hat, wie man wirklich Menschen helfen kann. Mhm. Und der hat genau dasselbe System gehabt wie ich, also Widerstand gegen die Schule. Das
natürliche Lernen, Begreifen kam dann rein und dadurch kam die Öffnung zustande. Genau, genau. Weil wir dann nicht so vernagelt sind. Glaub, weil wir glauben zu wissen, aber merken nicht, dass wir überhaupt nichts wissen. Ich glaube, das ging uns allen gleich. Aber ich glaube eben auch, dass es auch eine Wirkung hatte auf uns. Und wie hat es sich entwickeln lassen mit diesen, naja, auch teilweise sehr, sehr großen Demütigen oder Verlusten, die man so erfahren hat, wo es immer hieß, so schlechte Note, du schlechter Schüler. Und auch, so ist es mir so ergangen, so unter Klassenkollegen tatsächlich, die dann eben auch dementsprechend reagiert haben. Und ich habe heute viele Klienten, die sehr darunter leiden und noch so kleine Traumata haben, die sie sagen, Mensch, da habe ich so ein paar Seelenanteile gelassen tatsächlich. Ja, aber ich durfte auch lernen und das ist wichtig, was du ansprichst, aber ich durfte auch lernen, wenn ich meinen Geschäftskollegen anschaue, der Rumäne ist, der sagt, wir in Rumänien sind stolz auf gute Noten. Wir sind nicht stolz auf unsere Rebellion, sondern wir finden es toll, wenn wir gute Noten haben und wir stacheln uns gegenseitig an, dass wir besser werden. Das heißt, dadurch wird das Lernen leichter, weil der Widerstand gar nicht da ist. Du kannst viel leichter aufnehmen. Deswegen sind die auch so in diesen Geisteswissenschaften oder in diesen mathematischen Bereichen so mega gut. So gut, ja. Und bei uns ist es halt schon etwas, wo du mit einer gewissen Rebellion reingehst und sagst, nee, gegen das System, so wie das System mich prägen möchte, so möchte ich nicht verformt werden. Und es fühlt sich nicht natürlich an. Ja, genau. Weil auch diese innere Unterstützung überhaupt nicht da ist. Und wenn wir so dieses Thema anschauen, dann merken wir, Dänemark, da funktioniert das gut. 20 Stunden Schule, keine Hausaufgaben. Die Kinder haben Zeit zu sein. Wann haben wir denn in unserer Gesellschaft in Deutschland Zeit zum Sein? Immer weniger. Ja, in einer Neid- und Leistungsgesellschaft und Missgunstgesellschaft, da wird es sehr, sehr schwierig. Ja, und einer narzisstengebärenden Zeit und auch fördernden Zeit. Also ich finde schon, dass wir die auch wirklich selber kreiert haben, gerade die jetzt so ganz weit nach oben kommen. Und nicht nur hier in Deutschland, tatsächlich weltweit finde ich das sehr intensiv, wie dieses Ego-Programm funktioniert und wie das gehypt wird. Ja. Wie arbeitest du? Wie arbeite ich? Das durfte ich jetzt erstmal selber lernen. Wie arbeite ich überhaupt? Also seit ich 3 Jahre alt bin, singe ich und nutze meine Stimme, um mich zu finden, um mich selbst zu finden. Und ich habe gemerkt, in dem Augenblick, wo ich mich selber finde, lade ich den anderen ein, dasselbe mit sich selbst zu tun. Das ist faszinierend. Das habe ich erst vor 5 Jahren kennengelernt, meine Stimme und auch den Gesang und auch die Möglichkeit, was es mit mir macht und was Ton überhaupt ist. Und das, also gerade so in dem Wirken, in dem ich arbeite, also ich komme so aus dem urschamanischen Familienaufstellen und alles, was so in dieser Felderarbeit zu begehen ist und Operation mit bloßen Händen etc. Und das ist so etwas, was ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal öffentlich sage. Es gibt so ein Seminar, wo man weiß, dass ich alles, was ich gerne tue und womit ich lebe, ebenfalls im gleichen Alter begonnen wie du, wo ich das anwende, da war irgendwann klar, ich habe immer mit Musik gearbeitet, mit Trommeln, aber auch mit klassischer, also normaler Musik, die eben von der Platte kam und das schon in Bewegung zu bringen. Aber als die Stimme dazu kam, das war für mich, ganz ehrlich, das war für mich ein Wunder. Und ich hatte so eine Situation, meine Tochter ging es nicht gut, die war zu dem Zeitpunkt 7 Jahre alt und sie wirkte fast ein bisschen depressiv in der Grundschule und sie kam so gar nicht zurecht in diesem Dasein. Und ich als ihre Mutter, die Schule kannte, dachte, das wäre, weil sie die Schule nicht gerne hat. Und sie ist genau das Gegenteil von mir. Sie liebt Schule, sie liebt dieses strategische Lernen. Es ist faszinierend, welche Lernaufträge wir so bekommen und herausfinden. Und sie sollte dann eine Klasse überspringen und das war für mich und für sie, das war sehr intensiv, sage ich es einmal so. Und es gab einen Abend, da sagte sie, ich bin so traurig, Mama, und jetzt sing bitte für mich. Und sing doch das, was du mir sagen willst. Boah, da kommen wir gleich die Tränen. Sing doch gleich das, was du mir sagen möchtest. Und zum ersten Mal habe ich meine Stimme gehört, weil die aus mir heraus für sie eine ganz andere Frequenz hatte, als alles, was ich jemals pseudo gesungen habe, so wie man es tun sollte. Das hat mich unfassbar berührt. Und danach war mir klar, okay,
Also ihr ging es gut danach. Und ja, ich heul gleich mit. Ja, ja, wirklich. Und danach war klar, Gesang ist Heilung. Das war dann klar. Ja, ja, also Gesang ist das Ursprünglichste, was wir an Heilung haben. Soundhealing oder das, was der Schamane am Lagerfeuer gemacht hat in den ersten Kulturen, war das Natürlichste. Wir haben uns getroffen im Ton. Und haben dafür gesorgt, dass wir in eine bestimmte Intention hineingegangen sind. Mhm. Sei es jetzt so in der Heilung, sei es im Zusammenkommen, sei es in der Heirat, sei es auch auf dem Weg zum Kampf, in die Schlacht oder im Krieg. Krieg können wir nicht sagen, Krieg gab es damals nicht. Es gab halt ja, so ein Battle, wo man sich gegenseitig mit der Keule draufgehauen hat. Das hat sicherlich auch nicht gut gegangen. Sicherlich auch Tote gegeben, aber man hat eine andere Verbindung gemacht. Wir sind auch zu diesen Zeiten haben wir dafür gesorgt, dass die Seelenanteile, die verletzlich sind, die durften sich ablösen, sodass wir in eine gewisse Stärke hineingegangen sind, auch wenn man auf die Jagd gegangen ist. All diese Dinge gab es und später hat man diese Anteile wieder zurückgenommen. Ich wollte gerade sagen, Andreas, das war ja der Trick. Das ist ja das, deswegen gab es auch kein posttraumatisches Stresssyndrom, das heute der Fall ist, weil wir all diese Dinge, die wir in den Naturreligionen heute noch finden, im Prinzip auf die Seite geschoben haben. Mhm. Und wenn man mich heute fragt, was machst du, dann sage ich, ja gut, ich nutze halt meine naturschamanische Art und Weise, Herangehensweise, wie ich mit Menschen arbeite und nutze meine Stimme eben, um ihnen zu helfen, in bestimmte Zustände zu kommen. Mhm. Indem ich den Zustand vollkommen verkörpere. Mhm. Über Bewegung, über Ton und über ein bewusstes, also ein unbewusst entstehend geistiges Bild, das eine Sphäre ausfüllt in mir selbst. Und dann ist der Zustand da. Und das geht in Bruchteilen von Sekunden sehr, sehr schnell. Und anders kann man es nicht erklären. Aber das ist halt das, was wir leider heute nicht mehr machen. Hervorragend erklärt. Also ich habe immer so nach Worten gerungen. Was machst du eigentlich? Wir lernen es jetzt gerade erst in dieser Sendung kennen. Das ist das Gleiche. Sicherlich jeder auf seine Weise. Ja, klar. Ja. Und bei mir ist eben der Tanz noch dazugekommen, den ich nicht unerheblich finde. Und irgendwann hat sich das eben heraus entwickelt, wo ich sage, naja, es verliert halt völlig Zeit und Raum, was aufgemacht werden kann und dass diese ganze Seelen- und Lebenszeit auf einen Punkt kommen können. Und ich glaube, das ist genau das Gleiche, wo in dem auch du wirkst. Und dieses Bild, das sich eröffnet, ist eben genau das, was derjenige dann auch sehen sollte. Und ich glaube eben sehr feste daran, dass der Weg, der dich krank gemacht hat, auch der gleiche ist, der dich heilt. Und dieses Anschauen, was wirklich ist und diesen Weg umzukehren in die Heilung, ist etwas, was ich finde. Finde ich manchmal viel einfacher. Also vom Approach her, also vom Ansatz her, gehe ich manchmal viel leichter ran, dass ich einfach nur sage, okay, ich nehme die Emotion wieder raus. Du bist schneller, Die im Prinzip das Problem im Platz hält. Wir haben mit jedem Event, den wir erleben, mit allem, was wir erleben, haben wir eine einhergehende Emotion. Ist die Emotion entsprechend tief, bleibt die schön im Körper gespeichert, weil die verklebt sich mit den Strukturen. Und im Augenblick, wo wir einen entsprechenden Impuls geben, sei es über eine Körperbewegung oder über einen Ton, einen Ausdruck, geht der Kleber weg. Mhm. Und das auch feinstofflich. Also nicht nur im Körper, sondern auch im feinstofflichen Feld. Und dann ist das Ding weg und dann sagen die Leute, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie war das denn damals? Mhm. Und dann wird es natürlich cool, weil dann ist es weg. Ja, genau. Es ist ja wirklich so, wenn du einen Stein in einen See wirfst, schlägt der See zu allen Seiten diese Wellen und es funktioniert einfach. Mhm. Und dennoch habe ich auch da, also ich so persönlich erlebt, es gab für mich immer wieder so Anbindungen, die etwas weiter weg lagen und Muster, die eben damit in meiner Arbeit eben oder mit mir dann so nicht gelöst werden konnten. Und ich habe mir dann so gedacht, was ist so der Ursprung, wie weit kann man gehen? Und gerade wenn es so, also für mich in so Krebspatienten geht, ist dieser Weg einmal so bis zum Sterben und zurück, den mache ich schon sehr gerne. Damit auch der Mensch erfährt, wo hat es sich hingezogen oder was konnte, also dass man diesen Weg auch mal erleben darf. Mhm. Und das fand ich persönlich etwas sehr Wertvolles, auch bei mir selbst. Das ist eine Arbeit, die mache ich nicht. Mhm. Da bin ich ganz weit weg, weil ich persönlich nehme mich im Prinzip als Künstler
Heiler war. Mhm. Gut, jetzt sagt man, ja, du bist Heiler oder bist spiritueller Heiler oder Energetiker oder was weiß ich was. Ich persönlich sehe den Menschen grundsätzlich als Künstler, weil er ein Lebensbild malt, weil er etwas kreiert, wo er jeden Tag Steinchen reintut und manchmal auch wechselt und die Farben wechselt. Und aufgrund dessen fordere ich jeden auf, dasselbe zu tun, also sein wirkliches Bild zu malen und seine Vollständigkeit zu erkennen. Und so gehe ich nicht in diese Tiefe rein, über der du gerade sprichst. Ich kam aus dem Bereich Rekonstruktion nach OP. Das habe ich so gemacht. Das war das Erste, was ich erkannt habe. Als Erwachsener, so mit 28, kam ich wieder in meine Wahrnehmung rein nach vielen Stressjahren, wo ich gesehen habe, da gibt es eine Matrix, da hat jemand, der hat einen Knochenbruch und dann hat er eine strukturelle Verschiebung gehabt, deswegen war da noch Phantomschmerz da und so weiter. Und wir haben dann begonnen, die Vollständigkeit wieder aufzuzeichnen. Schau mal, guck mal, da gab es ein Bild von dir, bevor du krank warst oder bevor du das Problem hast. Da ist die Vollständigkeit noch da, jetzt bist du in dem Zustand. Erinnere dich. Erinnere dich vollständig an das, was vorher möglich ist. Wumm, die Sachen fallen in Platz. Und insofern habe ich immer gesagt, okay, ich bin ein Prozessermöglicher, anstatt dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt in eine bestimmte Führung hinein, weil der Ansatz ist sicherlich irgendwo, erfüllen wir dasselbe. Bestimmt, aber, aber ich, ja, das war immer so für mich der natürlichste Weg. Ich habe immer den einfachsten Weg gesehen oder gesucht, weil ich kann es klar sagen, ich bin sehr faul. Oder ökonomisch. Ach, ich würde sagen, schnell und einfach. Also das ist auch so das, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, wenn wir so über die Psychotherapie sprechen, wir haben so 100 Jahre der Psychotherapie hinter uns. Und das finde ich sehr langwierig, sehr zäh. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man meint, kann man das gerne tun. Und ich glaube auch, ja, da kann man vielleicht auch seine Lösungen finden, obgleich ich empfinde, dass es sehr problemorientiert ist, immer wieder über das Problem zu sprechen, bis es dann irgendwann vielleicht mal eine Lösung findet. Das hat mir zu lange gedauert und das geht eben leicht und schnell. Ja, in dem Augenblick, wo man die Emotionen rauslöst, die das Ganze auslöst, dann geht es leichter. Ja, wie machst du das konkret? Also du sagst, du bist über die Stimme? Ja, ich mache es über die Stimme. Ich arbeite heute nicht mehr in der Einzelsitzung. Ja. Mache ich seit 2017, nach 20 Jahren nicht mehr. Okay. Habe das 20 Jahre gemacht. Grund? War für mich zu belastend auf dem Körper. Mhm. Also intuitiv spüre ich den anderen auf meinem Körper. Das heißt, wenn der jetzt entsprechende Probleme hatte, dann hatte ich immer die Frequenz drauf. Nach der Arbeit, die ich gemacht habe, habe ich zum Teil Stunden gebraucht, bis sich das wieder gelöst hat. Wenn ich richtig große Events hatte mit Hunderten, Tausenden von Menschen, dann habe ich eine bestimmte Zeit gebraucht, wenn die Energie am Anfang nicht so hoch war, dass ich mich wieder richtig aufbaue. Heute habe ich das nicht mehr mit den Events oder auch vor der Kamera nicht. Aber in der Einzelarbeit spüre ich jeden Einzelnen sehr intensiv. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nein, das möchte ich nicht mehr. Mein Körper gehört mir. Ich habe mich 20 Jahre zur Verfügung gestellt, auch sehr, sehr lange für Spenden. Also nicht wirklich mit dem festen Salär. Das haben wir gemeinsam. Mag ich nicht mehr. Es ist mein Körper, der Rest meines Lebens gehört mir. Ich bringe jetzt meine Arbeit auf der Bühne vor der Kamera ein. Naja, es ist auch, wenn man eine gewisse Intensität erreicht, auch wesentlich. Also ich glaube schon, dass es irgendwann wichtig ist, vielen Menschen einfach sich zur Verfügung zu stellen. Weißt du, wie ich meine? Also nicht nur jetzt wegen, ist es super einfach. Nicht nur wegen mir, sondern auch, ich habe mir so die Frage gestellt, irgendwann mal mit den ganzen Interviews und so kamen so viele Anfragen. Ich konnte das nicht mehr bewerkstelligen und habe mich gefragt, Mensch, wie machst du denn das jetzt? Ne? Und so ist halt der Share Daily entstanden zum Beispiel. Ja, das ist sehr cool. Ja. Das, genauso machen wir es ja heute auch. Wir haben unsere Brilliant Life und wir nehmen Kurse auf. Ich gehe ins Kollektivbewusstsein. Wir arbeiten mit einem bestimmten Thema. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben Stress mit dem Vater in der Familie oder eine Person hat Stress mit dem Vater. Dieser Stress sagt immer, du bist nicht genug. Der Vater hat immer unterdrückt oder wollte den Sohn oder die Tochter entsprechend formen oder einen Elternteil. Und dann gehen wir in diese Ablösung hinein, dass diese Emotionen sich lösen können. Dass derjenige erkennt, hallo, ich bin vollständig. Und dann stehe ich halt vor der Kamera oder auf der Bühne und gehe mit meinen Teilnehmern durch eine bestimmte Emotion durch, spüre, wo die Emotion gelagert ist und spüre aber auch gleichzeitig sofort, wo die Lösung ist. Und die verkörpere ich dann. Die vertone ich und verkörpere ich. Das heißt, du tanzt, wenn du sagst, du nimmst den Tanz mit dazu. Mhm. Ich mache komische Bewegungen. Mhm. Mein Tanz sieht schon auch komisch aus. Das muss ich sagen. Gut, dann sind wir beide komisch, das ist cool. Genau. Ja, dann sollten wir uns mal auf der Bühne treffen. Genau. Und dann schiebe ich halt die Sachen wieder in Platz, die ich sehe, wo nicht im Platz sind. Und dann gleichzeitig töne ich halt, nehme ich diese alte
keltisch-druidische Technik der Seelensprache, des Darstellens eines Bewusstseinszustandes. Und das mache ich dann einfach, ohne zu denken, weil ich das ja schon als Kind gemacht habe, ohne zu denken. Und das ist so ein natürliches Ding wie Atmen. Mhm. Ich brauche da nichts vorbereiten, sonstiges, sondern einfach nur mit Liebe und der Freude, dass ich jetzt dienen kann, dass ich jemand helfen kann, einfach nur da sein. Und dann entsteht das Ganze. Also wenn mich heute jemand fragt, wie machst du das, das kann ich nicht beantworten. Also ich kann es nur so beantworten, wie ich es gerade gesagt habe. Ich frage mal das auch oft, dass man sagt, wie machst du denn das? Ja. Das könnte ich nie beantworten. Ja, wie machst du es? Ja, genau. Weiß ich nicht. Es ist halt, wie ist, du schon sagtest. Also erstens ist es immer schon da gewesen. Also diese Bewegung, so will ich mal sagen. Und auch die Bilder, die dazu kommen, sind immer da gewesen. Das habe ich mir nie ausgesucht. Zugegeben, als Kind musste ich ein paar Schulpsychologen über mich ergehen lassen, die dann diagnostizieren durften, dass sie verträumt ist, aber gesund. Gott sei Dank hatte ich schon. Wow, sie sitzt hier. Ja, ja, wow. Kann so glauben, ja. Und das war einfach so. Ne? Es war eine Zeit, in der man da weder offen für war, noch dass das in Ordnung gewesen ist. Und für mich war diese andere nennen das Parallelwelt, das ist eine Welt, diese Wahrnehmung für mich. Ich kann das nicht unterscheiden, aber gerade so als Kind konnte ich das sicherlich noch weniger trennen, als ich das heute kann ich das schon. Aber so, nur so als Beispiel, ich war so 4 Jahre alt, als meine Oma gestorben ist und das war ein völlig natürlicher Prozess für mich, dass ich zwar in einem anderen Raum war, sie gestorben ist und ich trotzdem dabei war. Mhm. Und da gab es keine Grenze oder Ähnliches. Und das habe ich eben auch erst mal im Schamanismus wirklich unter Indianern kennenlernen dürfen, dass es A, völlig normal ist. Da war ich lange zu Hause und auch dieses Naturverbundene zu erleben, dass alles eins ist, egal worüber wir reden, dass immer alles eins ist und dass es kein Zufall ist, wenn mir eine Elster gerade über den Weg läuft und dass ich genau weiß heute, was hat was für mich persönlich zu bedeuten? Und das ist eine andere Wahrnehmung als andere. Deswegen wird auch unser Unternehmen sehr anders geführt, weil diese Frage halt immer dahinter steht. Was wirkt hier was und was machen wir? An welchem Tag? Wo genau? Und warum auch nicht? Und wenn, wann? Und warum nicht? Mhm. Also das ist einfach eine andere Wahrnehmung. Ja, das ist interessant, dass ihr es so macht. Wir machen es komplett anders. Wie macht ihr es denn? Wir führen unser Unternehmen mit dem, wie sich es richtig anfühlt. Mhm. Klar, rein über das Gefühl, dass es sich einstellt über einen Bruchteil einer Sekunde, aber ich mache es nicht zeitlich abhängig mit dem, was wir machen oder so, sondern wir drehen, wenn es mir gut geht, wenn die Freude da ist, wenn ich merke, jetzt läuft, dann machen wir die Kamera an. Das muss man unterscheiden. Ja. Also wir unterscheiden zwischen meinem Mann und mir. Mhm. Zum Beispiel meine Seminare werden deswegen nie langfristig ausgeschrieben, weil es mir gut gehen muss. Ich kann nicht hingehen und arbeiten, wenn ich nicht voll in der Kraft bin. Es ist verantwortungslos, also lasse ich es sein. Ja? Und dann ist es eben so, dass ich sage, tatsächlich 3 Monate vorher, ja, du bist im Saft, du hast Lust und dann machen wir das. Allerdings, mein Mann funktioniert, in Anführungszeichen, wenn wir funktionieren, eben anders. Ne? Der sagt, nee, ich muss das vorausplanen und wir haben das hier gemeinsam. Aber er bringt sich in den Spitzenzustand zu dem Moment hinein, in dem Augenblick, ja, wo er auf der Bühne. Das ist das, was ich auch tue. Genau. Also vielleicht sind wir Männer und Frauen da anders, weil ich kann vorher noch, ich will jetzt nicht in einem Regental sitzen oder sonst was, das ist Blödsinn. Aber ich kann vorher noch konfrontiert werden mit dem größten Stress oder sonst was. In dem Augenblick, wo ich auf die Bühne trete oder vor die Kamera, ist das Klick, wumm, bumm, ja, weg. Das ist weg, ja. Und dann habe ich keine Zeit mehr für den ganzen Schnickschnack und dann geht es dann los und dann bin ich auch volles Programm da. Mich wundert das immer. Also dich ja anscheinend nicht, aber mich wundert das, dass das funktioniert. Ja, also manchmal bin ich wirklich... Ich hatte wirklich schon Zustände, wo ich dachte, mein Gott, wie sollst du das morgen schaffen? Und hatte dann auch Angst, dass irgendwann nicht... Nee, das habe ich noch nicht gehabt. Hast du noch nie gehabt? Nein. Ich habe da schon meine Zweifel. Nee, wenn es mir zu viel ist, dann sage ich eher, das ist mir gerade zu viel, ich möchte meine Ruhe haben. Oder also gestern, bevor ich hergefahren habe, gab es noch das Drama über das Telefon. Sage ich, na, großartig, wieso müsst ihr das immer machen, wenn ich jetzt gerade hier im Prinzip gerade auf Reisen bin? Könnt ihr mir das nicht mal sagen, wenn ich ganz konkret arbeite vom Team her? Also, das ist, ja, dann musst du halt, ich meine, das ist das, was passiert, das ist Leben. Mhm. Ich weiß nicht.
Wichtig ist, dass wir diese Päuschen haben, dass wir wieder zu uns finden. Und ich habe gemerkt, für mich ist es das Verweilen im Moment, diese absolute tiefe Präsenz, mich körperlich komplett verbunden zu fühlen mit meinem Bewusstsein, meiner Seele, mit meinem Sein, mit dem Tun, was ich gerade tue. Wir hatten Schnee da oben in der Eifel, wo ich bei Freunden war, und da kann man so schön rumrutschen und da ist man so bewusst beim Autofahren oder man macht irgendwas, bin ja handwerklich extrem aktiv, und dann füllt es mich wieder auf. Also diese tiefe Präsenz, die ich in dieser Qualität zum ersten Mal 2005 kennengelernt habe. Was war besonders 2005? Jakobsweg. Ah, okay. Ich habe einfach gesagt, bin dann auch so wie Habeck, bin dann mal weg. Und vom ersten Schritt an, wo ich in der letzten Herberge, bevor ich losgelaufen bin, geschlafen habe, vom ersten Schritt an war ich komplett da. Und das war etwas, was mich absolut fasziniert hat und mich nie mehr losgelassen hat, dieses Spüren. Deswegen bin ich auch begeisterter Motorradfahrer oder ich mache sehr viel sportlich. Bin ein sehr bewegter Mensch, weil ich mich einfach wahrnehme, weil ich mich spüren möchte. Okay. Und ich lade Menschen ein, sich zu spüren. Ja, das ist mehr, also es macht sehr neugierig, das ist das eine. Und ich glaube, dass es etwas sehr, sehr Wertvolles ist und immer mehr in die Welt rausgetragen werden müsste. Und das tun ja ganz, ganz viele. Ich glaube, wir sind irgendwann auch gemeinsam auf einer Bühne tatsächlich, wenn auch an einem anderen, also wir sind da in Basel irgendwann, glaube ich. In Basel sind wir bei Find Your Flow, ja. Ja, genau. Also haben wir doch mal eine gemeinsame Bühne, wer weiß, wie wir da zusammenkommen. Ich habe mir immer so die Frage gestellt, wird es möglich sein, dass immer mehr Menschen so wirken? Und ich finde, in den letzten, ich arbeite auch seit 25 Jahren so, es hat sich sehr verändert. Und es ist eben nicht alles negativ geworden, sondern es hat sich so vieles positiv in die Bewegung gebracht, was man zum Beispiel in Basel sieht, dass es diese Bühnen gibt. Und findest du nicht auch? Ja, aber es ist klar, wenn wir jetzt mit dem Internet das anschauen, jetzt gibt mehr Möglichkeit für Menschen, die vorher in der Ecke saßen, die zwar gewirkt haben, aber die nicht nach außen kamen, weil man das nur von Mund zu Mund gehört hat. Heute gibt es natürlich eine Möglichkeit, dass der Einzelne auch mal sich nach außen darstellen kann. Und das gab es nicht, weil wenn der Fernsehsender, der Intendant entschieden hat, über diese Themen berichten wir nicht, dann hat er das entschieden. Heute kann theoretisch gesehen jeder einen kleinen TV-Channel auf YouTube laufen lassen, wenn er seine kleine Kamera daheim hat oder sich darstellen mit dem Handy, da haben wir ja genug davon. Da ist natürlich auch viel Schmuh dabei. Dann hat er die Möglichkeit, überhaupt nach außen zu kommen. Deswegen ist das einerseits genial, auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwo ermüdend an Informationen, was fließt, weil ja, man muss natürlich auch nicht unbedingt wissen, was gerade bei der Oma passiert ist oder hier, dass es jenes passiert ist oder Sonstiges, sondern wenn wir wirklich wertvolle Beiträge haben, über die Medien, mit denen wir handhaben oder die wir nutzen, dann haben wir natürlich mehr davon. Ich bin sehr dankbar, dass man sich das aussuchen kann, was auf den eigenen Geist fällt, ehrlich gesagt. Ja, aber du musst einen bewussten Geist haben, um es rauszusuchen. Ja, das ist sowas. Du hast das Hier und Jetzt angesprochen. Also für mich ist es unglaublich wesentlich, in der Lage zu sein, im Hier und Jetzt zu bleiben und den Moment wahrzunehmen. Also ich schaffe das an einem Tag immer. Also wenn das nur manchmal 2 Minuten sind, wenn ich zum Run bin, ehrlich gesagt, auch ich habe ein ganz normales Leben wie alle anderen und mit 2 Kindern und dem, was so dazugehört, ist das manchmal nicht so leicht. Und viele sagen dann zu mir, für sowas habe ich gar keine Zeit. Und das ist Unsinn, das ist wie Zähne putzen oder eine Tasse Tee trinken, dass man sagt, diese Zeit ist im Hier und Jetzt. Ist das Leben. Also wenn ich dafür keine Zeit mehr habe, dann am Ende der Tage, wenn du in die Kiste hüpfen musst, dann sagst du, entschuldige meine Ausdrucksweise. Fuck, was war das für ein Ding? Was lief hier ab? Ich will noch nicht sterben, ich habe noch gar nicht gelebt. Genau. Und hallo, dazu sind wir hier. Aber dieser lebendige Tod ist schon durchaus weit verbreitet, wenn man das so sagen darf. Ja, aber Moment, ich meine, wenn ich natürlich das ganze Leben schon als Zombie rumrenne, dann bin ich da nicht weit weg. Weil das sind ja für mich untote Menschen, die hier mehr oder weniger durch die Gegend sausen und bloß noch von einem Projekt oder von einem Ding zum anderen hasten und gar nicht mehr die Zeit haben, überhaupt noch mal zu atmen und sich wahrzunehmen. Und mich wundert das, dass Menschen haben so viele Sehnsüchte nach unterschiedlichen Dingen, dass ich mich so frage, es kann doch nicht sein, dass denen die Sehnsucht nach diesem inneren Frieden, nach dieser Leichtigkeit, der Freiheit und der Liebe fehlt. Also mich wundert das, wirklich. Absolut. Ich denke immer, irgendwann musst du doch an den Punkt kommen. Und ich glaube, es kommt auch, glaube ich, jeder an den Punkt. Die Frage ist halt nur, wie und wann und
was es dann mit einem macht und meistens, also jedenfalls das, was ich so wahrnehme, meistens mit Krankheit oder großen Verlusten, die um. Ja, muss es denn immer ein Schlag ins Genick sein, bevor ich bedauerlicherweise, bei vielen, ja. Kennst du den Satz, Leiden ist leichter als Lösen? Bedauerlicherweise glaube ich, dass es bei vielen so ist, dass sie einen unglaublichen Weg brauchen, bis sie bei sich ankommen. Manche Menschen brauchen sehr lange, um jung zu werden, oder sie müssen sehr alt werden, um jung zu werden, und andere. Ich glaube aber auch, dass das ist schon so, in diesem Indianerstamm, in dem ich mal war, da war das halt normal, dass man einen Fokus darauf gelegt hat, dass man in der Natur geblieben ist, dass man das einfach gelebt hat. Und bei uns scheint es normal zu sein, einen ja so zu leben wie hochglanzpolierte Möbelstücke. Immer besser zu werden, schneller, noch schöner, Botox-affiner und das auch. Das ist so aber auch nur eine bestimmte Gesellschaftsschicht. Ja, das aber ist eine sehr große, oder? Also Andreas, schau mal, das ist schon wirklich. Wenn wir den Rest des normalen Arbeitsvolkes anschauen, der im Prinzip ja auch dieselben Bedürfnisse hat bis zum gewissen Grad, dann wird es natürlich noch mal ganz anders, weil deren Wünsche, deren Vorstellungen gehen dann ja weit über das hinaus, was sie sich selbst erfüllen können, anstatt dass sie erst mal erkennen, und das hat nichts damit zu tun. Also ich verdiene sicherlich ein gutes Geld, aber ich merke, die wirkliche Lebensqualität liegt darin, dass wir jetzt hier sitzen können oder nachher, nachdem wir mit dieser Geschichte fertig sind, in Ruhe einen Kaffee trinken und uns wirklich mal nochmal auf einer anderen Ebene unterhalten oder gegenseitig helfen, mit Freunden diese Zeit zu haben, der Gemeinsamkeit oder der gemeinsamen Stille. Da ist die Qualität drin. Man merkt dann danach, es ist nicht das Ding, wo hier noch zusätzlich steht, der größere Fernseher, die bessere Couch, das größere Auto oder sonst was. Das ist es alles nicht. Sondern was es ist, ist wirklich diese Qualität zu bestimmen, wann tue ich was und mit wem und wo habe ich meine Freude oder muss ich mich weiterhin mit denjenigen, die sowieso die ganze Zeit miteinander gemeinsam in der Ecke sitzen und rummonken und kotzen, muss ich mich mit denen weiterhin aufhalten, obwohl ich mich seit Jahren schon nicht mehr wohlfühle da drin. Das sind doch die Freiheiten. Und auch so diese geistige Verbundenheit zu haben, sich mit jemandem, mit dem man befreundet ist, so zu unterhalten, dass es einfach befruchtend ist und erfüllend ist. Ja. Und aber da sagen natürlich, also nichts aber, Punkt. Ja, ja. Danke. Ja, genau, Punkt, ja. So Menschen, denen es vermeintlich dann schlecht geht, die eben sagen, Mensch, ich bin Hartz IV, mir reicht's hinten wie vorne nicht. Wie soll ich denn da noch? Und wie soll ich denn da noch? Doch. Ja, gerade wenn ich Hartz IV bin, habe ich Zeit. Genau. Dann habe ich Zeit, mich mit meinem Bewusstsein auseinanderzusetzen und sagen, okay, ich bin ja mehr wie nur das, was mich jetzt gerade ausmacht. Ich bin mehr wie Hartz IV, also beschäftige ich mich. Und heute gibt es so viel Information umsonst, indem ich eben ins Internet reingehe oder mit dem Handy mir das runterscrolle, anstatt dass ich blöde Videos angucke oder sonstiges. Und in den Wald zu mir die gehen. Zeit nehme, hallo, ich kann mich bilden. Mhm. Du kannst heute, wenn du willst, dich komplett ausbilden in einem kompletten Studium. Okay, ob du danach den Zettel hast oder nicht, aber du bist derjenige, der sich als Profi darstellen kann. Ich kann meine Kreativität nehmen und kann sie beginnen auszuleben, wenn sie nicht so viel Geld kostet. Aber ich kann beginnen, mit den einfachsten Sachen zu malen, mit den einfachsten Sachen was zu basteln, zu bauen, zu tun. Aber wir tun heute nicht mehr. Der Mensch hockt am besten noch vor der Glotze. Gut, wir sind dankbar, dass ihr vor der Glotze hockt, weil jetzt wir ja gerade auch hier etwas tun dafür. Aber wichtig ist, dass daraus mehr entsteht. Ja, schau mal, deswegen ist auch diese Art des Fernsehens für mich so wichtig. Also man hat oft zu mir gesagt, oh, Scherer Day, lieber Kerstin Scherer, wie langweilig. Ja? Also diese 60 Minuten, da schaut man zwei Gesichter an und die reden die ganze Zeit. Ja? Und dieses, es fehlt halt der Mainstream und diese Geschwindigkeit und all das, was so dazugehört. Und für mich war dieses entschleunigte Fernsehen total wichtig. Natürlich könnte ich auch sagen, wir machen Podcasts, aber es ist eben doch der intensive Gesichtsausdruck oder dieses spür dich mal mit rein. Und wir hatten hier extreme Sendungen mit Menschen nach sexuellem Missbrauch oder Mord und wo man sagt, wenn man dafür keinen Raum gibt, wo eine Stimme keinen Raum mehr gefunden hat, ja,
dann finde ich das sehr schade. Und das ist mein Ding. Das ziehe ich durch. Und ich hoffe natürlich, meine Zuschauer dann auch. Und wenn sie jetzt am Bügeln sind, sie hören eben trotzdem zu. Und es macht doch was, ja. Das war mir ganz wichtig. Ja, das ist ja egal. Wichtig ist, dass die Information fließt. Ja. Aber ich denke, was super mega ist, wenn wir heute einen Menschen erkennen lassen können, dass sie mehr sind wie das, was sie glauben, dass sie ausmacht. Dass sie in ihrer eigenen Großartigkeit erkennen, dass sie erkennen, dass sie ein ganz wichtiges Puzzleteilchen dieses Lebens sind. Und dadurch so ein bisschen an sich selbst rangehen und sagen, okay, ich weiß, in mir ist mehr wie das, was ich jetzt gerade lebe. Und ich gucke, dass ich an das rankomme. Ich weiß ja nicht, wie du denkst, Andreas, aber ich glaube, dass wir eine Seele haben. Und ich glaube eben auch, dass wir mitgegebene Fähigkeiten und Potenziale und Stärken haben. Ja? Mhm. Und ich glaube, diese Fähigkeiten sind etwas, die auch eine Art, nenne ich es mal, Verpflichtung sind. Also wenn ich etwas kann, das das Leben mir geschenkt hat, ist es auch eben wichtig, es dem Leben zu schenken und auch umzusetzen. Sonst richtet es sich gegen mich, weil es eben, siehst du das ähnlich? Ich sehe das absolut so. Das ist einer der Punkte, wo ich wirklich in unserer Gesellschaft bemängel. Wir haben ja unser Schulsystem, haben wir vorhin drüber gesprochen. Das versucht dich noch in eine Form zu drücken. Das, was den Mensch im Talent selbst ausmacht, das wird oft nicht gefördert. Und das ist genau das, was wir leben sollten. Genau. Ich meine, ich persönlich habe Restaurator gelernt und Hotelkaufmann. Die zwei Berufe gewesen, die ich gelernt habe. Und da habe ich mich nicht hundertprozentig wohlgefühlt. Klar, weil sonst wäre ich ja heute nicht hier. Später hatte ich eine Relocation-Agentur. Dann bin ich zum Thema Heilung gekommen, weil mein Bewusstsein wieder aufgemacht hat und ich wieder Felder erkannt habe. Zeitlang war das weg, weil ich so viel Stress hatte. Da erkennt man das nicht. Das Spektrum des Gehirns kann das nicht wahrnehmen. Und wenn ich das heute betrachte, dann lebe ich heute mein Talent. Würde ich es nicht leben, hätten Zehntausende von Menschen nicht die Möglichkeit, sich anders zu betrachten. Vielleicht würden sie jemand anders finden, der es ihnen darstellt. Weil nichts anderes mache ich, als dass ich Menschen auffordere, sich tiefer zu betrachten und sich vollständiger zu fühlen. Es ist ja völlig unerheblich, ob sie jemand anderen finden würden. Ich glaube, dass man diese Menschen, die einen dann brauchen, die sind ja dazugehörig zu der Fähigkeit. Automatisch ist man ja drin in dieser Wirkung. Ich hatte noch nie Angst, dass ich nichts zu tun habe oder dass ich an einen Punkt kommen würde, wo man sagt, man will die Kerstin nicht hören. Oder es gibt viele, bei denen das so ist, aber ich denke, das ist ja mehr als in Ordnung. Aber jeder hat auch die Menschen dazu, die es brauchen, oder? Meinst du nicht? Ich glaube, jeder von uns hat einen bestimmten Ausdruck von seiner Seele, den er beitragen sollte. Und in dem Augenblick, da er das tut, im Kleinen, im Großen, ist vollkommen egal wie, gibt er etwas nach außen, was den anderen inspirieren kann. Genau. Und weißt du, viele haben aber auch so eine Vorstellung, das muss immer so was Großes sein oder es muss so besonders sein und suchen nach etwas Besonderem. Und schauen an ihrem eigenen Besonderen vorbei. Ja, ich hatte mal einen Vortrag, ich hatte mal einen Vortrag, so ein paar hundert Leute, und dann zeigte eine Frau auf und stellte so die Frage, ich bin jetzt Mutter von 4 Kindern und wir heute sind jetzt so schon 10 bis 16 und wie kann ich denn mein Besonderes finden? Und da kamen mir wirklich die Tränen, ich bin auch Mutter von 2 Kindern und denke mir, wenn wir das nicht erkennen, was Mutterschaft ist. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich wollte gerade auf dich eingehen und sagen, hallo, du bist Mutter zweier Kinder. Und wenn du diesen zwei Kindern, diesen zwei kleinen Menschen, die viel größer sind, wie wir denken, das weiß ich nicht, wenn du denen etwas mitgeben kannst, dass sie in ihre eigene Kreativität, in Selbstständigkeit reinkommen, dann hast du den mega, mega geilsten Job gemacht, den es gibt. Genau. Es reicht eine einzige Person, die wir im Herzen erreichen und in deren Leben wir in eine Richtung lenken können, sodass diese Person freier wird in sich selbst. Dass wir sie lieben, so wie sie ist. Und ja, genau. Dass das daraus entstehen kann, was dann... Genau, aber... Ja, genau. Ja. Ja, wirklich, weil das ist so etwas, wo ich dann denke, mein Gott, bei all dem Hype, ich habe nie einen Ratgeber gelesen, wie man Kinder erzieht. Und doch einmal, ich glaube, da war die Kleine 3 Monate alt und dann habe ich den gelesen und dachte, du hast auch nicht mehr alle, und habe ihn weggeworfen. Da ist alles angelegt in uns. Und diese...
diese Liebe bringt auch genau das, was es mitbringen soll, wenn man bei sich bleibt. Und das Vorbild zu sein, dann sagst du, mein Gott, 4 Menschenleben geschenkt zu haben, das ist doch irre großartig, ja? Und das berührt mich immer wieder, wie klein sich manche Menschen machen und wie sie ja sich so selbst zurücknehmen und sagen, Mensch, reiche ich da aus? Und das finde ich großartig. Aber da habe ich natürlich ein Thema mit, wenn wir jetzt das anschauen, weil wir haben jetzt ganz viele Mütter, wo die Kommunikation in der Familie leider nicht funktioniert hat und wo versuchen, ihre Liebe irgendwo hin zu projizieren und aber da keine Erwiderung kommt, weil die Kommunikation nicht stimmt. Weil sie zum Teil sich eben auch minderwertig fühlen in der Rolle, in der sie sind. Hast du ein Beispiel, dass man das so... Ja, grundsätzlich, wir haben ja diese Situation nach wie vor, dass die Frau in der Gesellschaft einen anderen Rang hat wie der Mann. Und da steckt eine gewisse Minderwertigkeit drin und ein Nicht-Genug-Sein. Wir haben gerade vorhin schon mal drüber gesprochen. Und im Augenblick, wo sie aber ihre Rolle erkennt und vor allem, dass sie etwas erschaffen hat, was wir als Männer überhaupt nicht können. Was es eine Kraft ist. Ja? Was das für eine... Ja. Eine unbändige Kraft. Ja. In dem Augenblick, wo man das mal wirklich klar vor Augen hat, wo man das auch wirklich durch sich hindurch fließen spürt, in dem Augenblick kommt die eigene Wichtigkeit zum Tragen. Es kommen ja so zwei Dinge dazu, was du angesprochen hast. Ich glaube, zum einen diese Jahrhunderte, Jahrtausende Unterdrückung der Frau. Das ist so das eine. Dieses Urthema bleibt uns Frauen. Ich glaube, echt noch ein bisschen länger, um es mal so auszudrücken. Und auf der anderen Seite die mütterliche und weibliche Entwicklung beziehungsweise der eigenen Mutter. Wie ist die mit mir umgegangen? Welche Verletzungen habe ich da? Und wie trage ich das weiter? Und ich glaube, da kommen so mehrere Aspekte zusammen. Das meinte ich übrigens zu Beginn, dass immer so viele Dinge auf uns wirken. Ich nehme das schon gerne auseinander, Andreas. Also wo ich sage, oh ja, das eine ist so das eine und das andere ist das andere. Du bist schneller und leichter, das habe ich verstanden, zu sagen, da nehmen wir die Emotionen raus. Aber ich finde es sehr, sehr wesentlich, das habe ich übrigens auch so in diesem Schamanischen sehr gelernt, wie kraftvoll, wie stark eine Frau ist und welche, im positiven Sinne bestenfalls, wie machtvoll eine Frau auch ist. Also wir Frauen dürfen ja im schamanischen Sinne nicht wirken, wenn die Frau die Periode hat zum Beispiel. Ja? Die Zeit ist eine ganz andere. Welche Wirkung hat man dann? Es hätte ja keine Aussage gegeben, wenn es nicht auch eine besondere Kraft dahinter geben würde. Ne? Und auch eine Geburt eines Kindes, ja Gott bewahre, wenn ich da keine Kraft kennengelernt hätte, dann wüsste ich nicht. Du wärst ja gar nicht mehr da. Genau. Hättest du ja nicht überlebt. Genau. Ja. Genau. Das ist etwas. Und das können wir nicht beurteilen. Ja. Da können wir nicht mitreden. Wir sind heute als, ich bin leider kein Vater, aber wenn ich heute die Väter sehe, die sind stolz auf ihre Kinder. Ja, wäre schön, sie wären auch stolz auf ihre Frauen. Das wäre so schön, weil die Liebe, die dann zu den Frauen gehen würde, von den Männern, ging auch automatisch wieder ans Kind. Ich glaube, das System wird manchmal nicht so verstanden. Das ganze System ist ziemlich verwurschtelt. Ja, leider. Ne? Es wäre so leicht. Ich kann auch die Gefühle der Männer verstehen, die sagen, ich fühle mich manchmal so ausgeschlossen als Mann neben dieser schwangeren Frau, die das im Bauch haben darf und diese Unsicherheit auch. Die sagt, Mensch, wie nah komme ich da dran? Und ich würde es selber gerne erleben. Diese jungen Männer erlebe ich gerade, finde ich ganz faszinierend. Ja, ich erlebe auch viele junge Männer, die, nachdem das Kind geboren ist, keine Wichtigkeit mehr haben. Jetzt war der Erzeuger da und jetzt gibt es nur noch mich und das Kind. Mhm. Und den Vater gibt es nicht mehr. Das erleben wir auch sehr, sehr viel. Finde ich sehr traurig, ja. Ja, weil das ist eine Familie und nicht nur zwei Personen, die dann danach rumtanzen oder eine Frau mit 2, 3 Kindern oder sonstiges. Der Vater nur noch der Ernährer ist, der dann draußen rumspringt, aber selbst nicht mehr integriert wird, auch die Zärtlichkeit, die Berührung nicht mehr stattfindet. All das passiert auch. Mir war auch. Das zum Beispiel persönlich sehr wichtig, dass als das Kind geboren wurde, dass es auf den nackten Körper meines Mannes kommt. Also dass der Geruch genauso schnell und intensiv wahrgenommen wurde wie mein Körper. Ich glaube, da fängt das ja schon an. Also die erste Chance zu nutzen, zu sagen, also das, ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist, aber diese enge Bindung, bei meiner ersten Tochter hat das nicht funktioniert. Es war ein Schneesturm in meinem Vortrag und kam nicht früh genug. Ja? Okay. Genau, da war sie auf der Welt und das war dann eben ein paar Stunden später. Aber bei dem zweiten Kind war das eben unmittelbar. Ja. Und das ist auch unmittelbar. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hatte, aber es war dann einfach mal direkt leichter. Sag ich es mal so. Ja, es ist alles nachzuholen, aber trotzdem ist es erstmal
erstmal leichter. Und du sagst es gut, es ist eine gemeinsame Familie. Mhm. Und es gehören auch alle Anteile dazu. Man fühlt vielleicht und denkt anders und wirkt anders. Und es ist nicht umsonst. Ja, und da gehören noch viel mehr dazu. Da gehören auch die Großeltern dazu, mit ihrem Wissen und ihrer Weisheit. Mhm. Und die Onkeln und Tanten und so weiter und so fort. Und das ist das, was leider heute ein bisschen auf der Strecke bleibt mit dieser ganzen Kommunikation. Für mich ist das ein Geschenk Gottes. Wirklich. Also ich kann den Opa nicht ersetzen, die Oma nicht ersetzen, den Vater nicht ersetzen. Und auch den Onkel, der heißt bei uns Ponkel, Patenonkel. Ne? So, und der ist so... Ja, der hat nochmal eine ganz andere wichtige Rolle. Jetzt habe ich keine Schwester oder so, ja, aber die nehmen ganz, ganz wichtige Rollen ein. Und es gibt auch so ein afrikanisches Sprichwort, du brauchst ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das stimmt. Ja, also genau. Wenn man das annimmt und auch so abgeben kann, ich glaube, dann ist man ganz gut kraftvoll unterwegs. Ja, ne? Bei den Aborigines geht man im Leben durch jede Funktion des Dorfes, durch jede Funktion des Stammes. Ja. Das heißt, ich werde mit allem konfrontiert. Und da, wo mein Talent ist, da bleibe ich hängen. Mhm. Wie großartig ist das denn? Ja. Wenn ich mit allem mehr oder weniger konfrontiert werde, wenn ich kochen muss, wenn ich schreinern muss oder Holzarbeiten machen muss, mit das Auto richten muss, wenn ich dieses, jenes, was weiß ich, was auch immer alles machen muss. Mhm. Und irgendwo merke ich dann, wow, hierfür habe ich Talent, hier tue ich mir leicht, hier geht es leicht, hier freue ich mich drauf, wenn ich das tue. Wie geil ist das denn? Das möchte ich machen. Und wenn man genau das auch weitermachen darf. Mhm. Wir hatten so Erfahrungen mit dem Waldorf-Kindergarten, die dann sagten, ja, aber wir wollen doch nicht noch mehr fördern, als da, wo es das besonders gut kann. Mhm. Dann sage ich, warum denn eigentlich nicht? Mhm. Warum darf es sich denn da nicht, also gerade bei diesen Leitgedanken, die ja grundsätzlich haben, warum dann nicht genau da weiter entfalten, wo es genau seine Kraft hat und seine Fähigkeit und wo es glücklich ist, es zu tun, bis es keine Lust mehr dazu hat. Aber das habe ich nicht verstanden. Das mag ich nicht. Ja, verstehen vieles in dieser Gesellschaft leider nicht. Ne? Ja, aber so. Und in diesem... Wichtig ist ja, du kannst es in deiner Familie selber steuern. Und du kannst ja bis zum gewissen Grad sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, bis zum bestimmten Maß lasse ich die Gesellschaft an meine Nachkommen ran. Mhm. Und einen Großteil dessen übernehme ich selber, weil ich einfach verantwortungsbewusst bin. Obwohl ich schon echt das Gefühl habe, irgendwann, also das war so ein Gefühl in mir, ne? Irgendwann lernst du, du musst dein Kind auch gehen lassen. Ja, klar. Weil es von der Gesellschaft, so empfinde ich das, irgendwann doch ein Stück weit gebrochen wird. Also es war so, wann passiert das? Ist das im Kindergarten? Ist das in der Grundschule, wo es so ein Stück weit gebrochen werden gibt, sich anzupassen? Das ist so. Ja, wir müssen ja gesellschaftsfähig werden, damit wir nachher auch in der Gruppe funktionieren. Genau. Deswegen finde ich Sport so wichtig. Ne? Wenn die Kiddies Fußball spielen oder in einem Teamsport sind. Die Mannschaftssport, ja. Mhm. Als Mannschaftssport, dass da eben auch so ein bisschen sich herausgefordert wird. Wer bist du? Bist du in der Lage zu führen? Oder bist du eher jemand, der mitgeht? Wie kann ich deine Fähigkeiten hier besser ausbauen? Wo bist du der Teamplayer, der unterstützend wirkt und so? Das finde ich schon sehr, sehr cool. Richtig, ja. Mhm. Ja. Das stimmt. Sport machen sie beide nicht gerne. Aber ja, ja, tatsächlich, ja. Ah. Warum auch immer. Aber das ist etwas, das fördere ich dann zum Beispiel, ohne dass sie das Talent dazu zeigen im ersten Moment. Weil das kann man auch. Ne? Das ist schon so. Ich glaube, wenn wir beginnen, unseren Körper richtig wahrzunehmen, also richtig wahrzunehmen und dieses Potenzial, dieses Kraftpotenzial wahrzunehmen und was uns möglich ist durch den Körper, dann kommt so diese Lust raus, Grenzen auszuloten. Dann ist es eine andere Geschichte. Nur sehr oft werden Kinder überhaupt nicht an ihren Körper rangeführt. Die sind weit entfernt davon, ja. Ja. Und gerade jetzt mit... Ja, es ist... Bleibt nicht mehr viel Zeit, weil wenn ich mich die ganze Zeit in einem virtuellen Raum aufhalte, habe ich gar kein Gefühl mehr. Die begreifen gar nichts mehr. Ne? Weil als kleines Kind hast du ja alles im Mund und die ganze Zeit irgendwo und versuchst alles zu erfahren und zu begreifen, können wir wirklich sprichwörtlich sagen. Und dann kommt dieses geistige Konstrukt rein. Von der Seite, wenn ich dann einem Dreijährigen, Vierjährigen schon ein Handy in die Hand drücke mit einem Videospiel oder YouTube-Videos oder sonstigem, dann verstehe ich die Welt nicht mehr, weil die kommen gar nicht mehr. Die sind fasziniert von diesem Ding, weil da gibt es Bilder,
in einer anderen Realität nochmal, die woanders ist. Also lebe ich ja schon in zwei Welten. Genau. Und in dem Augenblick, da das passiert und da natürlich ein Verfall passiert, dann schalten die Synapsen gar nicht mehr richtig. Finde ich ganz, ganz erheblich wichtig. Und es ist auch immer wieder schwer, das anders zu machen als andere. Also wenn ich so sehe, so ein Mädchen hat noch kein Handy, also noch kein iPhone. Mhm. Ist neben, also wirklich die zwei, ihre Freundin und sie, sind die zwei einzigen, die das noch nicht haben. Sonst haben das alle. Mhm. Und das Argument ist ja, die anderen haben das aber alle. Ja, die sollten sich mal angucken, was mit den Hirnströmen passiert. Mhm. Die Uni Mainz hat ja eine Studie gemacht. Genau, und Professor Spitzner ist ein der das sehr, sehr schön darstellt, sollte man sich mal angeschaut haben. Aber eben auch die Schulen, also das Gymnasium wendet das auch an. Und ich denke mir, naja, es ist echt tricky zu sagen, wir machen das nicht, aber die Kinder sollen dann googeln und das auch im Unterricht. Und das ist dann, ja, dann nennt das lernbereichernd. Ich finde das nicht lernbereichernd. Das ist dann so die Frage. Ich frage mich, was ist lernbereit, wenn ich Kinder in einem kollektiven Raum, also jetzt stelle ich mal ganz kritisch hier in die Kamera hinein, was ist lernbereit, wenn ich Kinder in einem kollektiven Raum aus dem WLAN aussetze von 30 Empfängern oder wie viel, wie 26 Schülern, 26 Empfängern und gleichzeitig einer Sendequelle, die dafür sorgt, dass das Gehirn in einer Frequenz eines epileptischen Anfalles ist. Und dafür gibt es Bilder. Das ist wichtig, dass wir das beachten. Das ist das, was wir den Kindern heute, wo wir die Kinder aussetzen und auch uns selber, wenn wir mit diesem ganzen Schmarrn zu tun haben. Wo ist da noch eine Lernhilfe, wenn ich in einem Zustand bin, wo mein Gehirn fast zusammenbricht? Genau. Und dieses haptische Buch finde ich ein ganz, ja, ganz, ist doch auch ganz wesentlich. Es hört sich immer so banal an, aber für mich ist das total wichtig. Ich habe kein Kindle und ich werde auch keins haben. Und meine Kinder auch nicht. Oder dieses, die haben eine Frage und ja, und dann sage ich, okay, guck mal, das ist das Bücherregal, du findest alles, aber sie müssen das Buch suchen, sie müssen es im Buch suchen, sie suchen es dann konkret und haben es dann irgendwann gefunden, sind dann stolz die Bolle und haben doch einen ganz anderen Weg, als zu sagen, ich gebe es einfach bei Google ein. Und ich finde das, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Hat eine andere Qualität dann. Eine ganz andere Qualität, ja. Jetzt sind wir aber in einem anderen Thema. Halleluja. Halleluja. Aber eins, das sehr wesentlich ist, auch für den Erwachsenen. Wir reden jetzt zwar von Kindern, aber auch diese Räume, die verschlossen bleiben uns, die wir vor dem Leben des iPhones ja gar nicht gekannt haben. Mhm. Und ich habe ihn vermisst, diesen Raum, meine Bibliothek, die ich habe zu Hause. Völlig oldschool, wo ich sage, ich weiß genau, das sieht nicht so aus, aber ich weiß genau, wo ich was finde und welches Buch ich dann öffne, wenn ich das geistig möchte. Und für mich ist das lebenswichtig. Es ist für mich aber auch wichtig zu sagen, ich gehe mindestens ein- bis zweimal aus dem Leben hier raus mit den Kindern und gehe in den Wald, in eine Hütte, ohne fließend Wasser etc. pp., um auch eine andere Zeit zu erleben und zurückzuholen, finde ich ganz wichtig. Ja, weil da nochmal ein wirkliches Dasein stattfindet, diese Präsenz eben dann stattfindet. Genau, und auch wenn wir da selbst erfährt, in dem Gefühlszustand, wenn mal was nicht so ist, wenn ich bloß auf den Knopf drücke. Mir hat das gefehlt, Andreas. Also mir hat das wirklich gefehlt. Ich habe das eine Zeit lang nicht gemacht und habe gedacht, ich habe wirklich gesucht, was macht dich jetzt so unzufrieden und was fehlt dir? Aber das war genau das, zu sagen, zurück zum Ursprung und auch dieses eben mit meinen Händen machen und auf der Wiese Sachen sammeln und kochen und das meinen Kindern beibringen. Ich finde es auch zeitgemäß. Also ich weiß ja nicht, wie sehr wir uns heute verlassen auf all das, was so zur Verfügung steht, von Strom bis zur digitalen Welt. Was ist denn, wenn wir mal keinen Strom hätten über längere Zeit? Das wird sowieso über kurz oder lang stattfinden. War meine Idee und dachte dann, naja, wäre schon cool, wenn man sich dann auch noch irgendwie behelfen könnte, oder? Findest du nicht? Hat was, ja. Ja, ne? Gut, jetzt sind wir wirklich weit weg auf der einen Seite und trotzdem empfinde ich es eben, dass es genau auch dazugehört und auch hinter diesen Dingen steht. Ich denke, es gehört dazu, weil wir dadurch erst verstehen, was wir mit uns machen. Und wir haben vorhin von Heilung gesprochen. Und wenn wir nicht erkennen, dass die Heilung im Hier und Jetzt ist, in der Präsenz, uns aber die ganze Zeit herausnehmen lassen von irgendwelchen Medien oder Ideen oder Vorstellungen aus der Zeit,
ausdehnen, mit unseren Befürchtungen, die wir haben, mit den Beschwerden aus dem Gestern, mit den Befürchtungen in das Morgen hineingehen, wenn wir nicht erkennen, dass nur jetzt hier in dieser Präsenz, in diesem Moment die Energie liegt, die unseren Körper nährt und dafür sorgt, dass wirklich Qi, richtig Energie im Körper ist, dann ist Heilung sehr schwer. Ich mag so gerne, dass man sich den Geist wie so einen Acker vorstellt und der Samen, den man drauf wird, wird eben dann wachsen. So banal wie dieses Bild ist, ich finde es unglaublich erheblich, sich mal dieses Bewusstsein zu erschaffen, wenn ich die Bildzeitung lese, was ist denn mein, ja, was es macht, wenn ich diesen Samen auf den Acker werfe oder Nachrichten schaue, also diese Tagesschau schaue und oder andere extreme Nachrichten. Täglich schauen. Nachgerichtet werden. Ja, genau. Das. Ja, das ist das, was man sich überlegen muss. Was konsumiere ich? Irgendwann war ich in den USA in einem kleinen Laden drin und war total dankbar, dass mir jemand geholfen hat. Und dann sagte der, oh, that's no problem. Also, ja, wie kein Problem. Es war kein Problem, es war vorher eine Herausforderung. Jetzt haben wir die gemeistert, ich bin dankbar dafür, danke. Ja, no problem. Sag ich, wieso sagst du no problem? Es war ja gar kein Star. Ja, die ganze Welt ist so negativ, die ganze Welt ist so negativ. Und dann sage ich, wieso ist sie negativ? Also, die ist wunderschön. Meine nicht. Meine auch nicht. Also die ist voller Wunder und voller Großartigkeit. Genau. Und dann, ja, wenn ich die Medien anmache, sage ich, wer entscheidet, was du konsumierst? Wer entscheidet, was du konsumierst? Du entscheidest selbst, was du konsumierst. Also sag mir nicht, es ist negativ, wenn du die ganze Zeit den Channel laufen lässt, wo der größte Mist über die ganze Welt passiert. Dann ist klar, dass mein Gehirn, das latent versucht, Lösungen zu produzieren, überfordert ist. Ich kann nicht mehr. Warum haben wir so viele Leute im Burnout, im Breakdown? Weil unser Gehirn, das braucht 25% der Energie im Ruhezustand. Jetzt gib dem mal was zu tun, wo es richtig arbeiten kann, aber es kann es nicht fixen, es kann es nicht richten, es kann es einfach nicht, weil was in China passiert hat, ist außerhalb unseres Einflussbereiches oder weiß Gott wo, was gerade ist, oder in der CDU oder weiß Gott wo, vollkommen wurscht. Und dann schafft das die ganze Zeit und zieht dich total runter. Dabei bräuchtest du diese Kapazität für das Hier und Jetzt, genau für das, was jetzt gerade ansteht. Hättest du sie hier, würdest du sofort die Lösung erkennen, der Situation, in der du dich gerade befindest, aber du bist ja überall und nirgends. Also brauchen wir uns nicht wundern, dass wir total in der Erschöpfung sind in dieser Gesellschaft. Und dass diese Sehnsucht nach Stille, Ruhe und Frieden so prägnant wird. Ja. Genau, diese Sehnsucht nach Stille, du sagst das gerade. Genau. Ja. Und ich glaube, so auf diesem Weg machen wir einfach weiter, Andreas, so dass zu sagen, komm, wir inspirieren Menschen, genau das zu tun. Oder was würdest du als Abschluss sagen? Ich würde als Abschluss die Menschen einfach auffordern, mehr zu leben, mehr zu hören, zu fühlen, zu riechen, zu schmecken. Mal innezuhalten. Sie einfach auffordern, mal einen Moment einfach immer wieder mal so in der Stunde, so zweimal, dreimal einfach zu atmen und zu sagen, okay, was mache ich denn gerade, wo bin ich denn gerade, was tue ich? Sich physisch mit ihrem Körper zu verbinden und sich die Zeit zu nehmen, zu atmen und zu erkennen, was jetzt gerade passiert. Jetzt, hier, in diesem Moment und dann weiterzumachen mit dem, was sie gerade tun. Um diese Präsenz reinzuschleifen. Weil wenn wir das verändert haben, dass wir uns die ganze Zeit irgendwo befinden, können wir es auch wieder verändern, dass wir wieder hier sind. Und ich würde mir wünschen, mehr Menschen zu treffen, die wirklich da sind. Das ist und das in jedem Moment im Hier und Jetzt. Genau. Andreas, es war ein Geschenk, dass du in meiner Sendung warst. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Und ja, also ich finde schon, dass es mehr als sehenswert ist, nämlich erfühlenswert und sehr bewegend. Ich wünsche Ihnen alles Gute, einen schönen Tag noch. Danke. Danke.